Wasser und dann können wir. Ja. Wird schon. So, danach können wir den Winter überspringen. Ich wollte schon sagen, hallo Boxpartner. Schnee! Wo willst du Wasser holen? Sag mal. Jetzt schneit es, ist alles zugefroren. Im Brunnen. Der Brunnen ist ganz ja beheizt. Oh, I'm so cold. Ich bin so geil eisig kalt. Oh, Digga! Nee, ich mach's beiseite. Du trägst zu viel. Till, kannst du mal kurz herkommen? Warum soll ich jetzt so viel tragen? Bist du fett geworden? Frosty. Sind sie fett geworden? Na? Fett! Was soll ich mit ihr machen? Die Hosen zuknöpfen? Die Wassereimer mitnehmen, bitte. Welche? Achso, da hinten, das eine Stück. Ja, ja, wie soll ich es mitnehmen? Jetzt bin ich festgefroren. Ich habe jetzt 113 Kilo. 68 Kilo willst du mir andrehen. Bist du verrückt? Das ist mein BMI. Plus, das ist 68 Kilo Fett. Komm, gib sie mir. Ich will den ganzen Stapel fallen lassen. Oh, habe ich jetzt Holzstämme fallen lassen? Stimmt, die Holzstämme kann ich auch mal wieder... Stapel fallen lassen. Perfekt, muss. Perfekt. Ich dachte schon wieder an ein Problem, das wir nicht kriegen können. Ups, ich muss noch Fackeln mitnehmen. Der Typ hat wieder kalt, ist nur am rumjammern und meckern. Am Rumdüllen, ne? Man kennt's. Ja. Machen Sie vorwärts. Jetzt komme ich noch auf eine dumme Idee. So, ich muss nochmal testen wegen Chat und so, ob das wieder funktioniert, weil es wieder neu eröffnet musste. So, funktioniert, perfekt. Move aside! Ja, funktioniert. Danke sehr. Ja, wir machen uns auf den Weg. Gut. Hey! Wo habe ich das Stroh? Stroh? Wo ist dieses Stroh? Wo der Strom ist? Ich weiß es nicht. 3 Stunden noch, dann ist das Ganze durch. Also auf dem Drucker. Stocks. Ein paar Stocks mitnehmen. Fackel, das zieht er aus dem Arsch raus und baut sich eine Fackel. Das ist doch gut. Das ist doch super. Also, wohin müssen wir ein paar Leute verprügeln? Einfach mir hinterher. Ohne meinen Ferrari geht gar nichts. Mein Ferrari ist hinten schon geparkt. Der steht da seit gefühlt 1000 Jahren. Ich nehme viel los und wir holen jetzt nichts los. Jo, bin ich auch dabei. Let's go. Be my friend, be my Sirius. I'm a little bit monkey. Renn mal vor, du bist jetzt so langsam. Jojo, ich bin ja schon längstens beim Rennen. Du holst mich eigentlich ein, wenn ich nur ein bisschen galoppiere hier auf der Gegend, auf der Weide. Ah, wenigstens kann ich mit Fackel rennen, da kann ich einen Kuckucksclan nachmachen. Wir sind auf der Lauer, auf der Mauer. Es gibt wirklich ein Update, wo man dann am... Digga, was verfolgt mich für Scheiße? Ah, Wolf. Ja, dein Kot auf der Toilette kommt jetzt rausgekrochen. Nein, mich verfolgt jetzt über einen Kilometer ein Wolf. Stell dir vor, du könntest so eine Maske zaubern und dann als Kuckucksclan hier auf dem Esel durch die Gegend rennen. Ich glaube, das wäre nicht so klug. Generell gesehen. Ja, ist ja Mittelalter, da gehen wir Hexen verbrennen. Warum kann man eigentlich keine Hexen hier drin verbrennen? Es hat so seinen Sinn und Zweck, Bartik, dass man hier keine Hexen verbrennen kann. Ich habe da so einen Vorschlag an den Entwickler. Führt doch Scheiterhaufen ein. Als Deko-Dekoration. Als Deko, Scheiterhaufen. Guckst du an, hier der andere von Kuckucksland. Ja gut, wo sind denn die weißen Laken eigentlich hingeblieben? Ja, die hängen hier, guck mal, hier im Lager. Wohin? Einfach geradeaus.
Noch 900 Meter. Oder so. Das Arschgeweih von der Rübe hier. Immer die ganze Zeit nur dem Arsch entgegen, dem Arsch entgegen. 10.000 Jahre. Esel rennt Esel hinterher. Jetzt ist Esel vor Esel. Jetzt hat Esel keine Ausdauer mehr. Ja. Ah, hier ist Materiallager. Wow. Ja, ich glaube, jo, da haben wir mal eins wieder liegen lassen. Machen Sie bitte vorwärts. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das nö, müssen Zeit. Wir nicht. Ich im Mittelalter vielleicht einen Tag, einen Dollar, einen Groschen eventuell. Boah, mich würde es wundern, was damals ein Brot gekostet hat. Vielleicht so einmal ins Gesicht spucken. Ich könnte wahrscheinlich so sagen, gefühlt einen halben Dollar, einen Dollar. Kannst du es auf der Map markieren, dass ich schon mal als Putz. Ach so. Was ist, welche Quest ist es überhaupt? Unbekanntes Sekret. Unbekanntes Sekret, ja, das hört sich schon mal sehr gut an. Das hört sich nach dem Abend ab 22 Uhr an, mein oder? Esel ist stuck. Ich müffel mal wieder. Na gut. Das ist bestimmt so ein griechischer Esel, der einfach Arbeitsverweigerung macht. Ich könnte sagen, die Schilder sind ja auf Griechisch angeschrieben, aber es ist ja eher polnisch in die Richtung. Slawisch. Ja, ja, Polacken arbeiten nur im Winter mit Wodka. Ich müsste diesen Wodka. Warum kann man eigentlich keinen Wodka und Kartoffel anbauen? Also ich verstehe es nicht. Schnaps meinst du ja, ne? Kartoffelschnaps. Ja, das wäre doch mal so eine Wodka-Bar im Mittelalter. Dann hat er nicht mehr kalt, dann ist er einfach nur noch besoffen und rennt zickzack. Ja gut, dann. Zickzack wie andere Leute mit Sonnenstich. Da müsste man halt, ich weiß nicht, stirbt man da generell ein bisschen schneller oder hat man da gewisse Probleme eventuell? Und Nick, hallo, dass du wieder da bist, ne? Ich hab dich schon gelesen. Mit was Probleme? Ja, wenn man halt Alkohol hat, macht man halt Dinge, die man sonst nicht machen würde. Andere und dann Frage, wie haben die sich im Mittelalter vor Sonnenbränden geschützt? Gab's da schon Sonnencreme? Nee. Nivea? Oder nicht von Nivea, sondern von Sir Voldemort von Wildeburg. Das hieß damals Dreck, Schmutz. Sir Nivea von Anhalt. Man hat einfach gearbeitet. Scheißegal auf Gesundheit. Die wurden ja eh noch 40, 50 Jahre alt. Scheiße, hier ist ein Bär. Digga, warum ist hier ein Bär? Weil soll. Ups. Nein, das sollte nicht. Scheiße, Bär. Du auch? Bär. Vielleicht tötet ja der Bär diese komischen Bewohner. Ah, ja, hier ist ein Esel. Ja, ja, und das sind auch die zwei noch übrig gebliebenen toten Kojoten. Ups, ich bin tot. Vom Bär? Ja, ich bin genau davor gewesen. Heilige Scheiße nochmals. Ja, dann mal los. Das ist die ganze Scheißlatscherei noch einmal. Yeah! Oh, ich bin auch gleich tot. Sag ich ja. Weißt du was? Wollen wir mal schlafen gehen und dann nochmals nochmal dahin gehen? Oder wollen wir es nochmal versuchen? Also soll ich es nochmal dahin? Pfeil und Bogen, scheiße. Ja, ich habe den einen schon mal umgenietet, den dritten. Jetzt sind es noch zwei. Und die Frage ist halt. Du musst dich aufwerben, ich habe gerade andere Probleme, Bro. Nein, du musst jetzt hinsetzen, eine Fackel rausholen und da verdammt nochmals. Dich aufwärmen. Zum Glück habe ich einen Heiltrank dabei. Oh. Ich habe den Luxus halt nicht. Ja, wow, der hielt mir fast gar nichts. Er ist am Arsch, Alter. Am Arschle. Oh, 1300 Meter rennen. Ja, das wird aber langsam hier dicht und Stroh hier. Oh. Nick, wenn du noch da bist, wie ist die aktuelle Lage? Schief und schräg oder gar nicht okay? Ich weiß ja nicht, wie es gerade aktuell ausschaut. Oh, hab's geschafft. Was? Alle beide? Nee, oder? Nur einen? Doch, beide. Wie jetzt? Pfeil und Bogen. Ja, ich auch, aber vielleicht drei sind ein bisschen problematischer. Ja, ich bin hinterm Stein gewesen. Weißt du, so Call of Duty-like.
versteckst dich im Headpatch. Cheater. Du müsstest mal Call of Duty spielen, dann würdest du so auf so 5 Heads Ideen kommen. Oh mein Gott. Ich hab mich hinter Bäumen versteckt. Oh, das wär mal was, Till. Du spielst Warzone mit mir. Oder Zombie-Modus. Ich geh da mal Flugblätter verteilen. Weißt du, jeder so am Camp, jeder irgendwo am am Snipen. Und ich so, ich verteile Flugblätter. Ey, du wärst gutes Kanonenfutter. Immer. Ich könnte den einfach nur die ganze Zeit Staubsauger verkaufen. So, Gesetzloser. Komm schon, Gesetzloser. Bro, gib mir meinen scheiß Kupferpfeil wieder, du Tricksplugger. Ich könnte wirklich einfach mal dahin gehen. Er ist genauso gestorben, dass er mir den Pfeil nicht mehr geben kann. Das ziehe ich ihm vom Gehalt ab. Er bekommt ja gar kein Gehalt. Ich schaffe die Eisenpfanne wieder. Der hat eine der drei hat jetzt die Eisenpfanne. Irgendwo. Ja, ich hab sie schon. Das ist genau den du als erstes getötet hast, ja. Nee. Ah! Oh. Oh boy. Der fiel einfach um. Bumm. Ja, also das tun sie des Öfteren. Ja. Nur 800 Meter durch die Walachei hier. Aber es ist echt. Eisenpfeile, also, wow. Ja, ich hab ja. Oder Kupferpfeile, ich hab glaube ich Kupferpfeile verschossen, ne? Das war glaube ich so. Yo. Abliefern. Ich liefer das mal ab, dann kannst du deinen Gockel wiederholen. Ich hole hier Eselchen klein oder sein. Eventuell auch Schein. Wir wissen es nicht. Soll nicht so sein. Nein. I-O. Stell dir vor, wir würden einfach Tiere ihre Sprache verstehen. Also man könnte so kommunizieren, so du-Doodle-Style. Ja, warum nicht? Aber nee. Warum ist dir die Pfanne so wichtig hier? Apropos, wegen Filme, ne? Ich habe ja damals, also vom Stream circa eine Stunde her, habe ich angefangen von wegen RapidShare, ist ein Hoster, der ich im Jahr 24 Terabyte gekauft habe für 200, ne? Jetzt habe ich einen anderen gefunden, der heißt D-Download. Der bietet zwar nur 200 GB pro Tag an, ne? Aber rechne das mal hoch, wenn du jeden Tag für 200 GB was runterlädst. Nur mal so hochrechnungstechnisch. Da bist du ja, bei... Das heißt ja. Ja, da bist du bei 72 Terabyte im Jahr. Die Antwort ist immer noch ja. Genau. Heißt also, ich hab jetzt logischerweise je nach Upload, Download-Verfügbarkeit einer, der ich jeden Tag 200 GB runterladen kann und dann ich einfach in einem Jahr 24 TB runterladen kann, wobei ich da nur noch 7 TB zur Verfügung habe. Aber stellst dir vor, der Kollege mit den 200 GB pro Tag hat einfach eine Aktion gehabt, anstatt 120 pro Jahr nur noch 60. Beziehungsweise, anstatt 120, 50 Euro pro Jahr. Habe ich zugeschlagen. 50 Euro für 22 Terabyte. Wie viel? 2 Monate Netflix, oder? Dann hast du es durch. 50 Euro. Ist für die Schweiz sind es ja, glaube ich, 48, 47 Schweizer Franken und darum. Den rum. Keine Ahnung, ich habe jetzt, das ist von Blue, ich bin zufrieden mit Disney Plus und Paramount Plus. Also ja, Disney Plus ist ends geil. Ist wirklich guter Preis, gute Qualität, also ich kann nicht. Na, also jetzt hör mal auf. Scheiß Esel, den hol ich nicht mehr. Den können wir uns. Bin schon wieder gestorben. Können wir pennen gehen? Ich kack's gerade echt an. Also, das ist mir jetzt unterste Schublade hier. Ich will pennen gehen. Du meinst mit Jaropelk oder was? Nein, guck mal die Quests an. Wie jetzt? Ah, ne, wir dürfen die Jahreszeit nicht überspringen, denn wir haben 2 Quests offen. Wie jetzt Nebenquests meinst du? My grandpa used to say, when nothing hurts you, you're dead. Wir sollten eine Nonne sprechen oder was? Joa, nehmen wir an, oder? Ja, ja. Und wo ist jetzt die wieder hin, diese Nonne? Ach, die ist bei uns in der Hütte oder was? Mama mia, die ist bei dir in der Hut. Wir haben eine Nonne als Jäger eingestellt. Und warum ist See you soon. Eine Nonne?
männlich?